Herzlich willkommen zu unserem ersten Spiel der Saison. DFB-Pokal gegen Energie Cottbus, Berlin-Brandenburg Derby, Action. Die Auswärtsfans sind da, die Heimfans sind da, haben sich vorm Spiel schon auf die Fresse gehauen und gut, haben nicht die Stadt abgefackelt, wir sind nicht Frankfurt, aber es gab ein bisschen Action, die Fans haben Bock und die Spieler natürlich auch. Es gab zwischendrin noch mal kurz eine Anfrage von den Gladbachern für Björkan. Ich habe sie einfach ausgelacht und ihnen den 20-Millionen-Scheck zurückgeschickt. Also das, nee. Nee, sorry, Freunde. Da gehen wir gar nicht drauf ein. Björkan kann mit uns Champions League spielen. Warum sollte er nach Gladbach gehen? Um Euroleague zu spielen und dann wieder am letzten Spieltag die Champions League zu verkacken. Ja, was gibt's groß zu sagen? Wir gehen ran. 4-2-3-1. Klar. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen mal rotieren, zumindest würde ich mal unserem Ersatzkeeper Kasali unseren ersten oder seinen ersten Einsatz geben. Ich glaube, hier kann man das noch gegen Cottbus machen. Wir werden nicht zu viel rotieren, man muss sie ernst nehmen. Aber gut, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, sie sind jetzt gerade erst aufgestiegen aus der Regionalliga, sind mit 3 Niederlagen in die Saison gestartet. Vielleicht ist der Pokal da jetzt auch nicht die wichtigste Nebensache, sondern man hat halt das Hauptaugenmerk auf der Liga. Naja, wir gehen rein ins Spiel gegen formschwache Cottbusser und gucken mal, dass wir unseren Fans da eine geile Leistung präsentieren. Wie sehr hoffen Sie, dass Ihr Team heute eine gute Leistung zeigt? Ich denke, lieber Herr Salke, das Ding haben wir schon ganz oft durchgehabt. Eine gute Leistung ist immer wichtig. Sie haben im DFB-Pokal den FC Energie Cottbus gezogen. Was halten Sie von dem los? Es gibt keine leichten Spiele, ja. Ein Derby ist auch immer geil. Ich würde sagen, ja, ich erwarte ein großes Spektakel. Richtig. Und so seht ihr die Cottbusser mit einem 4-1-2-1-2. Gut, mit einer sehr jungen Mannschaft auch. Muss man mal schauen. Und ich habe vergessen, Kasali sein Debüt zu geben. Gut, hat sich natürlich kurz vorher nochmal den Ellbogen eingeklemmt zwischen Torpfosten und seinem Körper ist halt ganz dumm dran gestoßen, ja. Und dementsprechend kann er leider dann doch nicht im Tor stehen. Unglücklich, aber so ist es nun mal, sitzt er halt auf der Bank. Wir dürfen die Cottbusser ja auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, deswegen Altay vielleicht auch die bessere Variante. Mit Bayer, mit Aiwu, mit Gechter, mit Björkan, Dardai und Torreira auf der Doppel-6, Rooney, Francha, Mbeka und Willis. Also ihr seht schon, da wurde quasi außer Aiwu, dem das Debüt geschenkt wurde, nicht wirklich groß anderen Spielern eine Chance gegeben. Naja, Torreira, Willis und da ist es 1-0. Alejo Willis macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Wunderbar, wunderbar, Torreira. Vielleicht die Vorlage. Oh. Und wir haben natürlich. Genau. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr hier vom Spiel sehen. Deswegen machen wir so weiter. So, Einwurf Pjörka. Mit Mateusz Francha. Torreira. Viel Platz mit dem Abschluss. Ist einer für jung. Da fühlt er sich ganz jung im Tor. So, bisher kommt nicht viel von Cottbus und das ist auch erwartbar, ja, die sind in der dritten Liga schon nicht wirklich gut gestartet. Mecker nochmal raus auf Torreira, probiert es alleine. Wieder jung, der pariert. Der könnte natürlich heute eine Partie abliefern, wo man am Ende sagt, ja, der hat viel rausgeholt, trotzdem hat es nicht gereicht. Ist ja oft so, gerade bei solchen Spielen, dass der Torhüter dann zu Höchstleistungen aufläuft. Torreira, Gechter, verliert ihn dann Juckel. Juckel könnte hier den Ball abspielen, macht er auch. Hottmann. Gut aufgepasst von Björka. Oh, aber den muss er besser klären. Juckel. Juckel ist durch. Und der kullert irgendwie durch. 1-1. Das Stadion bebt. Cottbus mit dem Ausgleich nach Björkans Fehlpass. Rancha mit Bayern. Aber es geht gleich schon wieder. Oder wir zeigen gleich an, in welche Richtung es hier gehen soll. Jordan Bayer. Rooney verlängert den. Jung wartet aber schon auf den Ball und pflückt den einfach runter. Richter Torreira verliert den Ball, landet bei Pjörka.
glaube, das Spiel steht halt auch sehr, sehr tief, ne? War ja so mit dem Fehlpass. Also ein bisschen unsicher sind wir schon, Hotman. Hotman mit dem 2-1. So, und jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen hier. Was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, da ist Cottbus plötzlich in der Partie, ne? Das ist einer für Altay. Jetzt am besten gleich 2-2 machen. Da ist das Problem, was ich angesprochen habe, mit der Defensive. Die steht irgendwie noch nicht so richtig. Vielleicht ist das gerade gegen schwächere Gegner, merkt man das dann, weil man sehr offensiv unterwegs ist. Vielleicht ist das dann gegebenenfalls gegen Dortmund, Bayern, Freiburg und so weiter, die Bundesligisten ein bisschen anders, weil man die dann auch nicht unterschätzt und aufpasst, aber bisher ist das noch gar nichts. Und Cottbus auch da mit guten Umschaltbewegungen beim Konter. Wagner ist jetzt einer für uns. Matthäus kriegt den aber auch nicht weg. Na jetzt aber, komm, Gechter. Sehr gut. Brancha, schöner Ball auf Rooney raus. Kriegt er den auf Willis, aber geblockt. Gibt Ecke. Also Cottbus doch mit einem ganz guten Spiel hier. Ich hab's euch gesagt. Das wird schwierig. Willis wieder nach Ecke, diesmal nicht. Torreira verliert den. Und Torreira muss man jetzt aufpassen, dass der kein Gelb-Rot bekommt. Das wäre jetzt natürlich nach dem 2-1 die Krise. Mecker an die Latte. Naja. Ich glaube, das halt auch mit zwei Schüssen, zwei Toren. Ist halt bitter, klar, aber Effizienz lässt sich auch bezahlt machen. Rooney Willis, aber der war abseits. Der war deutlich abseits, oder? Ja. Hätte er selber machen müssen. Naja, bisher nur wir mit Problemen, Gladbach und Frankfurt führen. Torreira. Kujovic, nochmal Torreira. Mekka rüber auf Rooney. Naja, die Chancen häufen sich. Die Tore fehlen noch. Torreira, Willis kommt nicht hin. Torreira verliert ihn an Eisenhut. Boah, richtig, richtig gute Leistung. Der Cottbusser hier. Doch, was von Albu. Bayer. Bayer mit der weiten Flanke. Mekka. Aber das ist ungefährlich. Das reicht noch nicht. Beide Außenverteidiger mit keiner guten Note. Sowohl Pjörkan als auch Bayer. Naja, Pjörkan. Kriegt den durchführen. Mekka. Kriegt er den gut rein. Versucht's alleine. Francia abgeblockt. Irgendwie. Matthäus Francia mit dem 2-2. Naja, gut. Wichtig, dass wir das Tor machen. Hätte ich gern wieder den DFB-Pokal. Hasse. Hauptmann. Das ist einer für uns. Gechter fängt den locker ab. Seitenwechsel. Jordan Bayer. Rooney, komm, ist da noch einer in der Mitte dabei? Behält den Ball. Matthäus, Ecke. Also jetzt ist 3-2 vor der Halbzeit, wäre halt für mich super entspannt. Also ich muss man trotzdem sagen, das ist überhaupt keine gute Partie von uns. Nee, Mekka kommt nicht hin. Torreira lässt den jetzt aus. Gibt nochmal den Einwurf. Bayer macht den. Versucht ihn weit, aber kommt nicht weit. Brancha, aber nochmal. Mekka vorbei. Okay, 2-2, so gehen wir in die Halbzeit. Klar überlegen, aber wie gesagt, Cottbus sehr, sehr effizient. Und ich würde es gar nicht mal unbedingt offensiver angehen. Ich würde eher mal sagen, arbeitet in der Verlängerung hart? Co-Trainer? Also so weit sind wir noch nicht. Bin bisher wirklich unzufrieden. Na, wartet mal. Lukas Torreira hole ich raus. Ich habe echt Angst, dass der Gelb-Rot bekommt. Da kommt Florian Flick rein. Gibt sein Debüt für uns. Wechseln wir gleich Bjørkan auch aus oder Bayer? Nee, die lassen wir erstmal noch. Auf geht's.
Oh, wir könnten Diomande heute als Linksverteidiger bringen. Das ist vielleicht genau das Spiel, wo man ihn links hinten braucht. Wo er sich anbietet gegen Gegner, wo er viel mit nach vorne kann. Das wäre es vielleicht, Rooney. Oh, Aivu. Abseits. Also grundsätzlich unsere Offensiven. Da läuft's, die mit einer guten Partie allesamt. Brauchen halt nur noch ein bisschen mehr. Blick schön auf Björka, nächste Flanke. Willis drüber. Gladbach mittlerweile mit 2-0, Frankfurt mit 3-0. Wenn ich es richtig gesehen habe. Gut von Aivu. Brancha, Hasse. Ganz langer Ball, haut man auf einmal durch. Naja, gestern Aivu ist halt auch uneingespielt, auch beide noch jung. Aivu sein erstes Pflichtspiel hier bei uns. Kann man ein bisschen nachsehen, wenn wir am Ende gewinnen. Wenn wir hier rausfliegen, dann muss man da natürlich auch mal hinterfragen. Lukas Mekka. Flach rein, Francia legt ab für Bayer und was macht der denn? Ja, wo wollte er den denn hinschießen, Junge? Im Außenriss probiert das. Aber das war ja Schwachsinn. Naja. So. Geht weiter, nur in eine Richtung. Cottbus hofft nochmal auf zwei Lucky Punches. Willis, Flanke, Rooney, kommt nicht hin. Bayer mit viel Platz. Hohe Flanke ins Nichts. Nochmal zu Björka, der bringt den direkt Willis, Jung. Jetzt nochmal Cottbus. Rittmüller, Kujovic, Sonne. Ach, da wird gezaubert. Da wird gezaubert bei den Cottbusern. So, wieder jetzt in die andere Richtung über uns. Und jetzt mal Zeit fürs 3-2. Dardai, Rooney, Willis. Nee, das ist nichts. Das ist nichts von Dame im Kopf. Weiß nicht. Jung. Sehr langer Abschlag, gut von Aivu. Aber das ist auch so nervös bei uns da hinten. War ja schön durchgesteckt. Rooney. Franca Willis. So spielt man das raus. So spielt man das raus. Wunderschöner Angriff. Und auch Björkan und Bayer haben sich jetzt ein bisschen stabilisiert. Bayer hier mit einem ganz guten Pass auf Rooney, der sofort weitergeleitet. Mateusz Franca. Und dann würde ich sagen, machen wir zwei Wechsel. Einmal Diomande. Und einmal, um hier Stabilität reinzubekommen, Uremovic. Gechter kommt tatsächlich dann vorzeitig raus. Aivu darf durchspielen. Jörka, schön auf Lukas Mekka. Probiert's direkt. Okay. Ja, schön. Ecke, Martin Dardai. Kurz ungefährlich. Blick kommt nicht an den Ball. Gut von Hauptmann, aber da ist natürlich keiner. Mateusz Franca. Nimmt außen Diomande mit. Der kann gut flanken. Das hat er in den Testspielen gezeigt. Hier trifft er allerdings nur Kujovic. Aber ein Konter gibt es nicht. Da stehen wir zu stabil hinten. Sehr schön. Jordan Bayer steckt den nicht durch für Rooney. Da landet aber wieder bei uns Uremovic. Ganz allein. Da der Bayer. Danke. Kommt Willis. Hattrick. Erstes Spiel, Hattrick. Alejo Willis. Der ist einfach da. Der ist einfach da. Und ich glaube, da können wir vielleicht auch jetzt nochmal einen Adamu bringen. Ich glaube, jetzt können wir da ein bisschen sorgenfreier wechseln. Adamu und Ihattaren würde ich gerne bringen. Ihn dann für Rooney. Ja, das ist, glaube ich, okay so. Sehr, sehr schön. Aber die Cottbusser haben noch nicht genug, wie es aussieht. Eisenhut, Rittmüller, Hottmann, Sané und das ist eine gute Parade von Altay. Mal heute. Die erste gute. Davor sah er ja auch ein bisschen unglücklich aus bei den Gegentoren. Jetzt ist er aber scheinbar da angekommen in der Saison mit uns.
So muss das sein. Ja, Gladbach und Frankfurt machen das ein bisschen souveräner. So hätte ich mir das natürlich auch gewünscht, da ohne zwei Gegentore. Aber man kann nicht alles haben. Ich meine, die Zuschauer freuen sich natürlich. So, Bayer gut geholt. Mecca kann ihn nicht festmachen. Uremovic. Blick springt da mit den Füßen voran rein. Und Mo, komm Junge, zeig was. Oh, naja, der schwache Rechte. Das war nicht die beste Idee. Diomande, kurz auf den Mecca. Der muss zurück. Nimmt Dardai mit. Dardai raus auf Mo. Auf Bayer. Bayer flach rein. Franca behält den. Florian Flick. Erstes Spiel. Erstes Tor. Oh, da gibt's. Oho. Oho. Ein Stepptanz. Sehr schön. Hat er das in Leverkusen gelernt? So, und jetzt dürfte die kleine Wackelpartie jetzt auch endlich mal durch sein. Vielleicht machen wir noch zwei, drei Tore. Dann sieht es im Ergebnis wieder nicht ganz so schlimm aus. Vielleicht Mo nochmal mit einer guten Aktion. Matthäus Franca bringt den rein. Dardai. Ne. Wird geklärt. Diomande hinten links. Flanke für Adamu. Schade. Gut. Hat uns Alejo Velez mal wieder gerettet, ne? Sogar im Pokal gegen Drittligisten brauchen wir den Jungen, sonst geht gar nichts. Wer weiß, ob das diese drei Tore jemand übernommen hätte, wenn er nicht da wäre. Bayer, lange Flanke, Adamu. Er haut sich immerhin rein. Er haut sich in jeden Ball rein. Auch wenn er da keine ordentliche Chance draus oder raus bekommen kann. Er hat sich wirklich reingehauen in diesen Kopfball. Die hat darin. Gute Flanke, Adamu. Schade. Den gönne ich es beiden hier, dass die einen Scorer bekommen. Eisenhut mit Ümit. Eisenhut, langer Ball. Der ist zu weit. Sicher für Altay. Und dann vielleicht nochmal in die andere Richtung. Uremovic, Bayer. Bayer hat sich sehr, sehr gefangen in der zweiten Halbzeit. War vielleicht auch noch ein bisschen nervös. Klar, erstes Spiel der Saison ist immer ein bisschen gut, dass es in Deutschland mit dem Pokal beginnt. Ja. Lukas Mekka auf einmal ganz frei durch, probiert es aber alleine. Hat da Adamu das Tor nicht gegönnt. Und dann wird es wohl bei 5-2 bleiben, wie es aussieht. Özcelik nochmal mit dem Einwurf. Rittmüller. Rüber auf Benkert. Da eine gute Balleroberung von Dardai. Geht nochmal was? Nee. Der Schlusspfiff? Ohne Schlusspfiff. Ich habe ihn zumindest nicht gehört. Aber die Spieler haben aufgehört zu spielen. Die defensive Problematik ist bekannt. Gucken wir, dass wir die beheben können für die Bundesliga. Sonst gerade von Matthäus von Velis überragendes Spiel. Adamu Ihattaren auch gut reinkommen. Mecca gutes Spiel. Flick klasse mit Debüttor. Bayer sich ordentlich verbessert in der zweiten Hälfte. Uremovic stabil reingekommen, wie es sein muss. Diomande gut. Altay, naja, zweimal unglücklich agiert. Björkan auch stabilisiert. Rooney gutes Spiel. Torreira auch und Gechter, naja, aber an sich reicht. Wir müssen zwar unsere Leistung steigern, aber an sich okay. Weil wichtig ist einfach immer diese erste Runde überstehen. Da kann man sich am meisten blamieren. Danach ist man auch ein bisschen drin in der Saison und dann läuft das Ganze ein bisschen besser. War eine sensationelle Aufholjagd und ein fantastischer Sieg. Naja, also, das muss halt so sein, ne? Also, zum Ende hatte ich Herzrasen, aber meine Mannschaft hat es durch. Ja, mehr möchte ich nicht sagen. Spiel ist vorbei, gut ist. Es wurde der Tag der Hertha-Debütanten, da ja Matthäus und Flick gleich mal einnetzen. Was halten Sie von den Leistungen? Ich würde sagen, ich bin glücklich.
Wir sehen uns gleich mit den Pokalergebnissen. Und mit Blick auf den ersten Tag der ersten DFB-Pokalrunde, auf den Freitag, lacht doch das Hertha-Herz schon aus vollem Hals. Union Berlin fliegt im Elfmeterschießen gegen Oberligist SV Lippstadt raus. Wie geil ist das denn? Besser kann man doch gar nicht in die Saison starten. Fürth gewinnt 2-0 gegen Viktoria Köln. Hansa Rostock gewinnt 2-0 gegen Altona. Lassen sich da nichts nehmen. Heidenheim mit einem 4-2-Sieg, mit einer 4-2-Niederlage gegen Freiburg. Die erledigen da auch ihren Job. Heidenheim übrigens in Liga 3 mittlerweile wieder. Schade. Köln gewinnt gegen Magdeburg. Lautern souverän gegen Balingen. Dortmund knapp mit bisschen Bauchschmerzen gegen St. Pauli. Aber St. Pauli ist halt auch ein ekelhaftes Los. Und für St. Pauli auch sehr, sehr schade, da gleich einen Bundesligist zu bekommen. Dann Ingolstadt im Elfmeterschießen gegen Paderborn. Kiel gewinnt 4-1 gegen Groß-Asbach. Düsseldorf 5-1 gegen Bayreuth. Also, ja, relativ souverän. Regensburg braucht gegen Elversberg die Verlängerung. Mhm. Bremen gewinnt 2-0 gegen Rödinghausen. 1860 mit einem 3-0 weiter gegen Darmstadt. Da will ich mir Gedanken machen. Das ist ein deutliches Ergebnis. Die Hamburger gegen Eichstätt relativ souverän. Schalke auch 4-0 gegen Oldenburg. Gar kein Problem. Lars Stindl ist da mittlerweile. Mhm. Und Mainz mit dem 2-0-Sieg gegen den FSV Frankfurt. Dann wir mit der 5-2 gegen Cottbus. Dazu ist genug gesagt. Abhaken, weitermachen, Spiel gewonnen. Das ist das Wichtigste. Frankfurt parallel souverän gemacht. Gladbach ebenfalls 2-0 gegen Greifswald. Früh das 1-0 gemacht, 2-0 nachgelegt und mehr musste eigentlich auch nicht machen. Dann Leverkusen 4-1 gegen Aue, auch souverän. Dresden hat ein bisschen Probleme gegen FC Krai. Birmasens schießt immerhin das Tor gegen Augsburg, die aber auch souverän weiterkommen. Wolfsburg ebenfalls. Und der KSC kommt weiter gegen Stuttgart. Let's go! Im Baden-Derby, Karlsruhe, die Nummer 1. Und zieht damit in die nächste Runde rein. Nächster Bundesliga ist raus, 2 Stück schon. Leipzig macht es zwar souverän gegen Rot-Weiß Koblenz, gut. Braunschweig mit einem 2-1 gegen Flensburg, auch okay, reicht. Und noch ein Bundesligist raus. Osnabrück in der Verlängerung in der 120. plus 2, das ist halt eine ganz, ganz bittere Nummer. Weiter gegen Hannover, das ist schön für uns. Bochum kommt noch weiter gegen VfR Aalen und Zwickau gewinnt, gut, gegen Bielefeld, muss man aber auch sagen, sind zwei Zweitligisten, das ist nicht so überraschend. Wobei auch Zwickau nicht schlecht. Die sind auch so eine Fahrstuhlmannschaft jetzt, ne? Hoch, runter. Ja. Zweiter hoch. 18. runter, dann ist dritter hoch. Naja. Und am Montag gab es dann nochmal die letzten drei Spiele. Gut zu sehen ist, dass nicht nur wir uns schwer getan haben mit Gegentoren, sondern auch die Bayern, die hier tatsächlich nochmal, als das Ding eigentlich durch war mit 4-0, erst auf 4-2 verkürzt bekommen und bei 5-2 nochmal das 5-3 kriegen. Gegen Bayerligist. Gegen den Brinken-Oma SV. Nee, den Bremenligist, sorry. Ja. Fünfte Liga. Und die schießen 3 Tore gegen Bayern. Wobei Bayern auch, glaube ich, B11 gespielt hat, oder? Ja, die haben das nicht wirklich ernst genommen. Okay. Na gut, Nürnberg kommt nochmal weiter gegen Lüneburg und Hoffenheim souverän 4-1 gegen Erfurt. Das war's dann vom DFB-Pokal. Erstmal, 3 Bundesligisten raus, das ist super, sind nur noch 15 Konkurrenten mit dabei. Ein paar von denen kann man auch abhaken, weil auch gegen Bundesligisten können wir locker gewinnen. Aber halt, solange Bayern noch drin ist, solange Leipzig noch drin ist, wird's schwierig. Naja, vielleicht kicken wir die ja wieder raus. Gut, Leipzig hat noch nicht so geklappt, aber gegen die haben wir dann eine Revanche offen. In dem Sinne, Freunde, sehen wir uns morgen. Erstes Ligaspiel Borussia Dortmund. Das ist auch mal ein Saisonstart. Spielen sogar im Borussia Park vor der gelben Wand. Und dann nehmen wir die jetzt mal auseinander. Habt ihr Bock? Ich schon. Bis morgen!